Herzlich willkommen zu meinem vierten Video aus der Reihe Aufgaben für Scratch Kara. Schauen wir uns gleich die Aufgabenstellung wieder an. Betrachte den Aufenthaltsort von Kara. Also hier ist Kara und dann hier ist dann der Baumstumpf. Kara soll zum Baumstumpf laufen und dann zum Stehen kommen. Du musst unter anderem ein Element aus dem Bereich Steuerung und zwei Elemente aus dem Bereich Bullsche Ausdrücke verwenden. Das heißt, wenn es dann abläuft, schaut das hier so aus. Kara geht Schritt für Schritt voran und kommt dann zum Baumstumpf und bleibt hier stehen ohne Fehlermeldung. Schauen wir uns das entsprechende Programm dazu an. Ich habe hier einen Bereich aus Steuerung verwendet, hier diese While-Schleife. Und While-Schleifen bedeuten letztlich, dass etwas so lange hier innen ausgeführt wird, innerhalb dieser While-Schleife, solange hier diese Bedingung erfüllt ist. Und diese zwei Ausdrücke dann aus dem Bereich Bullsche Ausdrücke habe ich hier einmal Not gewählt und einmal True Front. Das heißt, solange nicht Kara vor einem Baum steht, wird das, was hier in dieser While-Schleife ist, dann ausgeführt. Schauen wir uns das einmal an. Hier auf diesem Liste, wenn das abläuft, man sieht das hier, es wird immer wieder überprüft, ob diese Bedingung erfüllt ist, und wenn sie eben erfüllt ist, dass sie eben noch nicht vor einem Baum steht, wird dann hier dieses Move ausgeführt und Kara arbeitet dann Schritt für Schritt dann praktisch eine Aufgabe ab. Zum Schluss merkt er dann, dass für ihn eben dann ein Baum ist und das Programm ist, die Bedingung ist dann eben nicht mehr erfüllt und das, was in der While-Schleife ist, wird nicht mehr ausgeführt und das Programm ist somit dann beendet, die Aufgabe gelöst.